Der Turnverein Bitburg zusammen mit dem Kanuverein aus Diekirch richtet im Oktober, am 16. Oktober, das 47. Bitburger Wildwassersprintrennen aus. Hier im Bild zu sehen sind noch die Trainingsläufe. Eine Mannschaft von dem KSG Köln. Drei Fahrerinnen fahren immer zusammen in einer Mannschaft. Die müssen dicht aufeinander den Wildwasserkanal passieren. Zwischen dem ersten Boot und dem letzten Boot dürfen nur 10 Sekunden Zeitabstand sein. Der Wildwasserkanal in Diekirch wurde vor 7-8 Jahren gebaut. Und wir sind froh, so eine schöne Strecke in unserer Heimatregion zu haben. Hier sieht man auch schon die Tücken einer Mannschaftsfahrt. Die letzte Sportlerin hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die Strecke runterzufahren. Hier im Bild unser lokaler Sportler Philipp Messerich bei einer Trainingsfahrt. Und jetzt sehen Sie mal aus der Perspektive des Kanufahrers, wie eng es in dem Kanal zugeht. Die Jungs vom Turnverein Bitburg haben natürlich einen Heimvorteil, sind die Strecke schon 50 bis 60 Mal runtergefahren und kennen die Strecke aus dem FF. Die Durchfahrten sind zum Teil nur 2 Meter breit und innerhalb dieser 2 Meter ist die beste Linie meistens auch nur 20-30 cm breit. Man muss probieren, mit dem Boot immer in der Strömung zu bleiben. Und auch hier diese enge Kurve sollte man von außen kommen, nicht die Welle ganz oben mitnehmen. Und dann geht es hier auch schon zum Endsprint hin. Und links und rechts die beiden Abweiler, da ist dann die Lichtschranke befestigt, die die Zeit misst. Ja, hier sehen wir den ersten Lauf der C2er-Sportler aus OA Hamburg. C2 ist natürlich eine anspruchsvolle Sportart. Die beiden Sportler müssen sich absolut vertrauen. Das Boot kippt manchmal zur rechten Seite oder zur linken Seite. Dann ist immer der Sportler auf der jeweiligen Seite dafür verantwortlich, das Boot in der Spur zu halten. Mit der Startnummer 62 war aktuelle Nationalmannschaftsfahrer den Ole Schwarz und Moritz Lipperheide. Das nächste Rennen, was wir sehen, ist das Rennen der weiblichen Jugend. Gerade hier sieht man, dass die jungen Sportler, gerade wenn die Kraft noch nicht so ausgebildet ist, doch Schwierigkeiten haben, eine gute Linie durch den Kanal zu finden und das Boot mit Tempo durch den Kanal zu bringen. Wie beim Fahrradfahren ist auch hier Geschwindigkeit Trumpf, das Boot stabilisiert sich. Jetzt im Bild sehen wir eine Sportlerin aus Belgien. Es handelt sich bei unserem Kanurennen um eine internationale Veranstaltung. Wir sehen Sportler aus Luxemburg, Belgien, Holland und natürlich aus Deutschland. Ja, es sind Mädchen, Jugendliche im Alter von 15, 16 Jahren, die sich jetzt hier durch den Wildwasserkanal den besten und schnellsten Weg suchen. Hier im Bild zu sehen ist die Sportlerin Finja Staubach. Sie fährt ein neues Boot ohne Mindestbreite. Das sieht man hinten am Heck, ist das Boot etwas schmäler. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, die Mindestbreite abzuschaffen. Man sieht auch hier, diese Boote sind etwas schwieriger zu fahren, nicht ganz so stabil. Die Mindestbreite hinten bei den Flügeln gibt dem Boot auch eine gewisse Sicherheit im Wildwasser. Die Boote, die wir hier sehen, sind 4,50 Meter lang, aus Kohlefaser. Mittlerweile hat sich schon auch die Lackierung ein bisschen bei uns durchgesetzt. Die Sportler können dann bei der Bestellung gerne ihre Lieblingsfarben angeben. Und die folgenden Fahrer, die wir jetzt hier sehen werden, die nächsten 3-4 Fahrer, sind dann alles Fahrer der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Die haben zum Teil schon internationale Erfahrungen sammeln können. Aber selbst sie haben hier auf dem Wildwasserkanal an der einen oder anderen Stelle leichte Schwierigkeiten, den Fluss runterzukommen. Eine ganz saubere Linie sehen wir hier von Marlene Wesseling aus Köln. Eine der schnellsten Juniorenfahrerinnen, die wir im Deutschen Kanuverband zurzeit haben. Auch hier sehen wir einen anderen Bootshersteller, CS Kanu. Die meisten fahren
CS Canoe oder aber Kick the Wave Boote. Und hier sehen wir schon mit der Startnummer 71 Luisa Puttkammer vom KCD Düsseldorf. Auch sie treibt, nachdem sie durch die Wellen gefahren ist, ihr Boot wieder mit kräftigen Schlägen an. Rennen eben, das waren die Rennen der weiblichen Juroren, 17 bis 18 Jahre. Jetzt kommen die Rennen der Damen. Die Rennen sind immer so aufgebaut, dass zum Schluss eines Teilnehmerfeldes die schnellsten Fahrer kommen. Sprich, hier die erste Fahrerin ist die langsamste Fahrerin aus dem Feld der Damen. Da sieht man auch, dass sie ein wenig Schwierigkeiten hat, das Boot auf Trab zu halten. Boote werden natürlich von den Sportlern selber wieder zum zweiten Lauf hochgetragen. Im Oberlauf des Kanals befindet sich die Sauer in einem ganz ruhigen, aufgestauten Zustand. Das ist optimal, um sich 10, 15 Minuten auf dem stehenden Wasser warm zu fahren und dann ca. 40 bis 45 Sekunden durch den Wildwasserkanal zu sprinten. Ja, da der Kanal so eng ist, ist es ganz wichtig, dass die schwierigen Stellen gesichert werden. Hierbei sind Sportler des Turnvereins Bitburg, aber auch der DLAG Oberweiß im Einsatz. Und die geben den Sportlern ein sicheres Gefühl, dass auch gerade die jungen Sportler keine Angst haben müssen, hier zu kentern. Ja, die Rennen gehen weiter mit den Rennen der Damen. Das sind Damen im Alter zwischen 18 und 32 oder 33. Das sind sozusagen möglicherweise die schnellste Kategorie im weiblichen Feld. Ja, der Kanal teilt sich in zwei Bereiche auf. Den oberen Lauf, der hier mit der großen Welle, dem großen Abfall endet. Dann geht es in den unteren Lauf hinein, wo man nochmal Fahrt aufnehmen muss, das letzte rausholen sollte, um dann mit der Linkskurve den letzten Schwapper auch nochmal Fahrt aufnehmen und dann möglichst schnell durchs Ziel zu kommen. Hier im Bild sehen wir Sabine Füßer, die erfolgreichste Wildwasserkanutin der letzten 20 Jahre des Deutschen Kanuverbandes, mehrfache Weltmeisterin und Europameisterin. Für sie ist natürlich dieser Wildwasserkanal keine Herausforderung mehr, die ist doch bedeutend schwieriger Wildwasser in ihrer langen Karriere gefahren. Ja, hier sehen wir eine ältere Teilnehmerin. Man kann Kanu-Rennsport auch im höheren Alter noch betreiben. Es gibt dann die sogenannten Masterklassen, die sind dann nach oben hin offen. Im Bild zu sehen ist Claudia Mohr. Auch eine ehemals sehr erfolgreiche Nationalmannschaftsfahrerin, die trotzdem immer noch gerne die Herausforderungen sucht und solche Wildwasserkanäle bezwingen will. Nach dem Block der weiblichen Fahrerinnen kommt jetzt der Block der männlichen Fahrer. Hier zu sehen die Fahrer der männlichen Jugend, 15 und 16. Die ersten zwei Sportler kommen aus Belgien. Auch international schon erfolgreich, sieht man auch hier an den kräftigen Schlägen, ist von der Kanu-Familie Meersmann, der Tristan, die hier ein bisschen Schwierigkeiten hat, aber sich noch gut fängt. Ja, die Strecke, die hat eine Lichtschrankenverbindung vom Start und Ziel. Die Sportler haben also somit eine Echtzeit, die hier genommen wird. Teilnehmer und Zuschauer werden über Zeitbalken, über die jeweiligen Fahrzeiten direkt informiert. Auch die Zeitauswertung erfolgt dann sofort nach den jeweiligen Rennen. Hier zu sehen die Startnummer und die Fahrzeit. Ja, jetzt zu sehen der zweite lokale Sportler, Finn Vogler. Auch er kennt den Kanal sehr gut, verzögert hier gut den Paddelschlag. Und im unteren Bereich werde eine optimale Linie, lässt sich jetzt hier leicht nach rechts raustreiben, um dann schön nach links reinschneiden zu können, um somit zu vermeiden, über die Welle hoch wegzuspringen. Er belegte den vierten Platz auf der deutschen Meisterschaft, musste sich geschlagen geben von der Startnummer 86, die wir hier im Bild sehen, mit einer halben Sekunde Rückstand, was natürlich schwer zu verkraften ist für so junge Sportler. Ja, der Sportler hier im Bild ist vom KCD Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, stellt schon eine Hochburg des Kanu-Wildwasser-Rennsports dar.
Dort sind viele Vereine aus Düsseldorf, Köln und der weiteren Umgebung angesiedelt. Immer wieder starke und erfolgreiche Sportler werden vom Kanuverband NRW gestellt. Sie sind natürlich solche engen Flüsse nicht gewohnt, wie man das hier sieht. Dafür können sie größeres, schwereres Wildwasser mit ein bisschen mehr Wucht besser beherrschen durch ihr tägliches Training auf dem Rhein. Mit der Startnummer 89 hier im Bild sehen wir den Pablo. Er kommt aus München. Obwohl er im Jugendfeld startet, ist er aber schon so erfolgreich, dass er bei der Junioren-Nationalmannschaft Mitglied ist. Von ihm erwartet sich der Deutsche Kanuverband noch viel in den nächsten Jahren. Hier wieder ein Sportler von KCD Düsseldorf mit der Startnummer 90. Auch er erwischt die Route nicht ganz optimal. Aber hier sieht man schon, das sind junge sportliche Männer mit viel Kraft. Und sie kriegen dann doch wieder das Boot schnell beschleunigt. Vom KG Celle sehen wir Tom Koschel. Er hat schon ein Paddel mit den deutschen Nationalmannschaftsfarben. Auch ein hervorragender Sportler, der in diesem Jahr probiert, sich in der Nationalmannschaft zu platzieren. Das Rennen der männlichen Junioren eröffnet Norik Wambach vom TG Kelsterbach. Er hat ja auch ein bisschen Schwierigkeiten. Das sieht man daran, dass er auch viele Stütz- und Bremsschläge macht. Wer es definitiv besser macht, ist Philipp Metterich vom Turnverein Bitburg. Auch hier im unteren Streckenabschnitt hat er immer noch viel Kraft und beschleunigt hier nochmal das Boot. Erwischt hier die Abfahrt sehr gut und zieht hier nochmal drei, vier kräftige Schläge, um dann das Ziel zu schießen. Weniger Glück hat Moritz Weidlich, der sich hier im engen, schmalen Kanal dreht. Nach so einem Fahrfehler ist natürlich das Rennen gelaufen. Kann man sich vorstellen, wenn man 5 oder 10 Sekunden verliert bei einer Fahrzeit von 55 Sekunden, fährt man das Rennen einfach noch zu Ende, aber mit dem Ausgang des Rennens hat man dann nichts mehr zu tun. Ja, die Startnummer 99 kommt auch gut im Filterkanal runter. Und mit der Startnummer 100 in den Nationalmannschaftsfarben im Boot sehen wir Linus Becker, Junioren-Nationalmannschaft, ein Mannschaftskollege von Niklas Ernst von Turnverein Bitburg. Die waren zusammen im Jahr 2021 bei der Junioren-Europameisterschaft. Jetzt kommen wir auch schon mit der Startnummer 101 zum schnellsten Rennen des Tages. Das ist das Rennen der Herren, auch das teilnehmerstärkste Feld. Wie gesagt, hier sehen wir Sportler ab dem Alter von 19 Jahren. Wie immer, die etwas schwächeren Sportler befinden sich am Anfang des Starterfeldes. Mit der Nummer 103 sehen wir René Belz. Er hat auch ein paar Probleme, hier diese enge Kurve zu nehmen. Muss hier mit dem linken Paddel ein bisschen abbremsen. Auch das reicht leider nicht. Er schlägt hier hart in die linke Wand ein. Aber jeder Sportler hat natürlich zwei Läufe. Und es kann immer mal sein, dass im zweiten Lauf man dann doch noch eine bessere Fahrzeit erzielt. Also das Rennen ist somit dann doch noch nicht ganz gelaufen. Ja, mit der Startnummer 104 haben wir einen weiteren Sportler vom KC Altrip. Hier mit der Startnummer 106 sehen wir Yannick Kröner aus Wiesbaden. Also wir sehen, die Sportler kommen aus allen Vereinen und Bundesländern aus Deutschland. Und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Kanufahrer mit der Startnummer 109, Tim Heilinger aus Köln, der schon lange in der deutschen Wildwasserszene vorne mit dabei ist. Auf Höhe der Ziellichtschranke befindet sich das Team der Zielzeitnahme, bestehend aus zwei Personen. Die erste Person mit dem Headset kommuniziert mit dem Starter, der ebenfalls ein Headset anhat, um doch klarzustellen, welche Person
gerade gestartet ist. Die untere Person ist dann für den Zieleinlauf zuständig, die richtige Startnummer in den Zielcomputer einzugeben und dann somit automatisch die Fahrzeit mit der Startnummer zu verknüpfen. Hier sehen wir jetzt die Stauanlage, die die Sauer aufstaut. Es handelt sich hierbei um eine moderne Anlage, die sich je nach Wasserdruck absenken kann. Und hier zwei Nationalmannschaftsfahrer, die sich noch nach dem Rennen über die optimale Linie unterhalten. Nach einer Pause von 45 Minuten haben die Sportler im zweiten Lauf, wie hier zu sehen, die Zweier-Kanadier, alle nochmal die Chance, die Fahrzeit aus dem ersten Lauf zu verbessern. Somit ist sichergestellt, dass alle Leute bei diesen Sprintwettbewerben volles Risiko gehen können. Im Rennen der Kanadier Zweier hatten aber auch diese zwei Läufe keinen Unterschied gemacht. Mit zweimal der besten Fahrzeit konnten das Rennen für sich entscheiden von Blau-Weiß Bonn, der Ole Schwarz und Moritz Lipperheide. Ja, hier sehen Sie auch im Bild überall diese blauen Tonnen. Dadurch kann man ein bisschen die Fließgeschwindigkeit und die Fließrichtung im Wildwasserkanal beeinflussen. Dies stellt natürlich auch ein Problem für die Sportler dar, weil dadurch die Einfahrten ein bisschen enger werden. Und hier haben wir sehr gut gesehen, wie die Retter schnell eingreifen, bevor das Boot sich verkeilen kann. Im Bild im zweiten Lauf hier die Sportler aus Belgien. Auch sie werden mittlerweile sehr gut im Wildwasser ausgebildet und stellen doch gerade in den letzten Jahren eine starke Konkurrenz für den deutschen Kanuverband dar. Auch hier die Fahrt geht sehr gut. Der Sport hat keine Schwierigkeiten, den Kanal zu meistern. Wie bereits im ersten Lauf sehen wir auch hier im zweiten Lauf, dass die schmal geschnittenen neuen Wildwasser-Rennboote doch schwierig zu beherrschen sind. Hier kommt es sogar zu einer Kenterung, die aber sehr gut von den Rettern begleitet wird. Im weiteren Strömungsverlauf sehen wir dann die Retter von der DLAG Oberweiß, die fachmännisch angeseilt hier in den Wildwasserfluss reinspringen, können das Paddel retten und die Sportlerin hatte Zeit genug, sich selber um ihr Boot zu kümmern. Die Helfer kommen herbei und helfen, das Boot aus dem Wildwasserkanal rauszuziehen. Hier sieht man auch schon den kurzen Zeitabstand, denn die nächste Sportlerin, 30 Sekunden nach der anderen Sportlerin gestartet, rauscht jetzt hier schon in dieser Gefahrenstelle vorbei. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass die Helfer schnell und beherzt eingreifen. Als nächstes im Bild sehen wir die Marlene. Sie legt auch einen zweiten Lauf hin, der relativ fehlerfrei ist und somit konnte sie sich auf Platz 2 in der Klasse der weiblichen Junioren platzieren. Den dritten Platz belegte hier im Bild zu sehen die Sina Eser aus Wiesbaden. Das Rennen für sich entscheiden konnte vom KC Düsseldorf die Luisa Puttkammer, die zweimal mit einer Fahrzeit von unter 44 Sekunden das Rennen sehr souverän mit 2 Sekunden Vorsprung entscheiden konnte. Im Wettkampf befindet sich die Sportlerin Birgit Simon. Sie will sich für die im Jahr 2023 stattfindende Kanu-Wildwasser-Meisterschaft in Augsburg hier nochmal die richtige Fitness holen. Ja, gerade diese Heim-WM in Augsburg ist ein Highlight für alle Wildwassersporttreibenden Kanuten aus Deutschland. Dort will jeder nochmal vorne angreifen. Und auch die etwas älteren Sportler wollen doch nochmal hier
ihre Form unter Beweis stellen. Selbst die weiblichen Sportlerinnen tragen ihre Boote selbstverständlich selber hoch wieder zum Start. Die Boote wiegen zwischen 10 und 11 Kilo und sind somit auch relativ leicht zu schultern. Zuschauer aller Couleur stehen auf der Brücke und schauen dem bunten Treiben der Kanu-Wildwasser-Rennsportler zu. Seit vielen Jahren wird unsere Veranstaltung von Sponsoren unterstützt. Die nächsten drei Fahrer, die wir hier sehen werden, sind Fahrer der Klasse Männliche Junioren. Das sind Sportler im Alter von 17 bis 18. Hier sieht man dann doch schon ganz schön, dass Kanusport natürlich auch viel mit Kraft zu tun hat. Die Paddler können schon viel schneller das Paddel durchs Wasser ziehen und dadurch höhere Geschwindigkeiten erreichen. Ja, der kommende Sportler im Bild ist ein großes Talent im deutschen Kanuverband. Philipp Blum. Als Jugendfahrer ist er schon in der Nationalmannschaft, in der Juniorennationalmannschaft aufgenommen worden und konnte schon international erste Erfolge verzeichnen. Jetzt sehen wir drei Sportler, die gleichzeitig den Fluss runterfahren. Hier geht es darum, als Team möglichst schnell die Wildwasserpassagen zu meistern. Die Zeit wird geholt bei dem Fahrer, der als letztes durch die Ziellichtschranke fährt. Ziel ist es natürlich, möglichst kompakt die Wildwasserpassage zu bewältigen, was natürlich auch ein gewisses Risiko birgt, falls der Fahrer vor einem sich ein bisschen festfährt und dann kann es immer wieder zu kleinen Rempeleien auf dem Wasser führen. Hier sehen wir die Mannschaft vom KSK Team Köln. Das ist eine gemischte Mannschaft. Hier können also auch die Vereine, die Mannschaften über die Geschlechter hinweg mischen. Einzig entscheidend ist das Alter der Sportler. Hier wird auch eine kompakte Mannschaftsformation gefahren. Die Sportler müssen binnen 10 Sekunden im Ziel einfahren. Hier sehen wir die zweite Mannschaft vom Verein KC Fulda. Über die Einzelzeiten, die im Vorfeld erzielt werden, werden die Teams zusammengesetzt, sodass die Trainer entscheiden können, welches das stärkere und schwächere Team ist. Hier sehen wir schon, wie eng die Sportler aufeinander den Fluss hinunterfahren. Da muss man volles Vertrauen zu seinem Vordermann haben. Ja, hier hatten wir einen kleinen Nachzügler, der seinen Start verpasst hat und dem wir die Chance gegeben haben, nochmal zu probieren, diese Wildwasserpassagen zu meistern. Leider ist es ihm nicht geglückt. Hier sehen wir, wie gut die Wasserrettung von unserem Partnerverein Diekirch funktioniert. Sie stehen annähernd die ganze Zeit im doch recht kalten Wasser, um sofort einsatzbereit zu sein, um die Sportler zu bergen. Gerade für die jungen Sportler ist das mental sehr wichtig, dass sie sich sicher fühlen können, auch im Falle einer kleinen Panne, einer Kenterung, sofort geborgen werden können. Hier sehen wir eine reine Damenmannschaft. Da sieht man vorne zwei sehr sichere Wildwasserfahrerinnen und ihre dritte Mannschaftskameradin hat schon noch ein bisschen zu tun mit dem Wildwasser. Aber es ist doch schön, dass sie als Team hier zusammen die Strecke meistern. Hier sieht man jetzt die Sieger des Rennens, K1 Damen. Das ist auch ein Team gemischt über die Altersklassen hinweg. Im roten Boot ist hier fast einen größeren Fahrfehler, braucht Claudia Mohr. Schon mehrfache Weltmeisterin gewesen. Aber auch für sie ist es schon eine Herausforderung, auf so einem künstlichen Kanal zu fahren. Der Kanusport ist natürlich auch ein bisschen ein Familiensport. Die eben erwähnte Sportlerin Claudia Mohr trainiert mittlerweile auch ihren Sohn Pablo. Das ist der dritte Fahrer hier im Bild von der Mannschaft KG Celle. Als Jugendliche im Alter von 15 bis 16
Auch diese drei Fahrer konnten das Rennen der Jugendklasse souverän für sich entscheiden. Das hier sind auch jetzt Klassen im Herrenfeld. Auch selbst die Herrenfahrer haben doch hier und da kleine Schwierigkeiten, die Strecke runterzufahren. Natürlich nicht der dritte Fahrer, auch Mitglied der Nationalmannschaft, den man gut erkennt. Wie wir eben bereits erwähnt haben, Kanusport ist ein Familiensport. Hier sehen wir auch noch den Vater von Pablo in der Mitte. So ein künstlicher Kanal hat natürlich auch Tücken. Das größte Problem ist, dass das Wasser nicht wie beim normalen Flusslauf seicht und langsam auslaufen kann, sondern immer wieder von den Wänden zurückreflektiert wird und dadurch bilden sich ganz andere Strömungsverhältnisse wie auf einem natürlichen Wildwasserfluss. Ein ganz starkes Team sehen wir hier vom KCD Düsseldorf. Vorne auch ein Junioren-Nationalmannschaftsfahrer, Marc Liebald, der das Boot mit kräftigen Schlägen nach vorne treibt. Gerade KCD hat sich doch ein bisschen auf die Sprintrennen spezialisiert. Es handelt sich bei unserem Rennen um ein international besetztes Rennen. Hier sind jetzt Sportler aus Belgien am Start. Auch die Belgier haben in den letzten Jahren wieder ein großes und auch erfolgreiches, international erfolgreiches Wildwasserteam aufbauen können. Auch wir vom Turnverein Bitburg nehmen immer gerne an den Rennen in der belgischen Region teil. Ja, beim Mannschaftsrennen müssen natürlich alle drei Sportler ins Ziel einkommen. Hier im Bild sehen wir den Fahrer vom KSK-Team Köln, René Wigbels, der leider doch etwas Schwierigkeiten hatte, hier den Kanal zu meistern. Aber das Schöne ist, dass auch bei den Mannschaftsrennen zwei Sprintläufe stattfinden und der Schnellste zählt. Das heißt, jedes Team hat doch nochmal eine Chance, im zweiten Lauf eine bessere Zeit zu fahren. Die nächsten drei Sportler, die wir hier gleich sehen werden, sind Sportler, die leider ihren Start verpasst hatten. Wir haben ihnen die Chance gegeben, zwischen den einzelnen Mannschaftsrennen doch auch nochmal den Kanal runterzufahren. Die Sportler, sieht man hier, haben letztendlich nichts mit dem Rennausgang zu tun. Also die jungen Sportler ist doch jede Fahrt eine gewonnene Fahrt, um Sicherheit im Wildwasser zu gewinnen. Ja, gerade den jungen Sportlern fehlt natürlich auch ein bisschen die Kraft, um gegen das starke Wasser anzupaddeln. Und wenn das Boot dann einmal die optimale Spur verlässt, ist es sehr schwer, wegzukommen wieder vom Ufer. Hier sehen wir eine Besonderheit des Wildwassersports. Der Sportler will nicht, dass ihm geholfen wird, weil laut Reglement ist es so, wenn von außerhalb des Wasserlaufes jemand hilft, ist der Sportler disqualifiziert. Natürlich wird das bei jungen, jugendlichen Sportlern nicht ganz so eng gesehen, aber nachher bei deutschen Meisterschaften wäre das schon ein Ausschluss. Hier sehen wir die Gefahr dieses engen Kanals. Die Boote aufgrund ihrer Länge von 4,50 Meter können sich doch an der einen oder anderen Stelle verhaken. Hier hat wieder schnell die Rettung vom CN Diekirch geholfen, dass es zu keinem Bootsschaden oder vielleicht sogar noch schlimmer zu Schäden des Sportlers kommt. Ja, auch hier das gleiche Verhalten des Boots, des Sportlers und des Wassers. Einmal die Optimallinie verlassen, drückt das Wasser ein an die Wand und es ist sehr, sehr schwer, dieses 4,50 Meter lange Boot dann nochmal von der Wand wegzufahren. Aber auch diesem Sportler ist es gelungen und dann kann das Ziel passieren. Ja, hier im Bild sehen Sie jetzt den Sportler des Turnvereins Bitburg, Finn Vogler. Er kennt den Kanal natürlich aus dem FF und konnte den 6. Platz belegen. Hier sehen wir nochmal den oberen Bereich der aufgestauten Sauer. Ein schöner großer Bereich, wo die Sportler genügend Platz haben, um sich warm zu fahren und so optimal fürs Rennen vorbereiten zu können.
Die folgenden Filmsequenzen zeigen den zweiten Lauf der Sportler. Und auch hier sieht man, wie der Helfer die Hände hebt und erstmal kurz mit dem Sportler in Kommunikation geht, ob in dem Fall sie Hilfe braucht, aber sie probiert es selbst zu lösen, was ihr auch gelingt. Natürlich sind beim Sprintrennen solche Fehler nicht mehr aufzuholen. Ein, zwei kleine Fahrfehler und man hat schon nichts mehr mit dem Rennausgang in vorderen Plätzen zu tun. Ja, die Sportler, wenn sie selber nicht an den Rennen teilnehmen, schauen sich natürlich gerne die Läufe ihrer Gegner bzw. ihrer Vereinskameraden an, um dort vielleicht auch ein bisschen zu schauen, wie die optimalen Linien sein könnten. Auch wenn der Kanal relativ schmal ist, gibt es dann doch zwei, drei Stellen, wo man vielleicht ein bisschen besser links oder rechts anfährt, die eine oder andere Zehnte rauszuholen. Hier der junge Sportler sitzt doch schon ganz souverän und sicher im Boot, fährt sogar diese Passage rückwärts runter. Vom 15. bis 16. Oktober 2023 finden hier die deutschen Meisterschaften statt. Donnerstag und Freitag sind die Läufe im Sprint im Kanal in Diekirch und am Samstag werden die Rennen der Klassikstrecke auf der Krim zwischen Wismersdorf und Oberwald gefahren. Die Sportler hier vorne nutzen die Zeit, um sich aufzuwärmen. Das ist beim Sprint sehr wichtig, dass es zu keinen Muskelzerrungen kommt. Und generell kann man sagen, dass die Dieköcher eine sehr, sehr tolle Anlage hier für den Kanusport bereitstellen. Ein gutes Wegenetz, kompakte Anlage. Hier sehen wir Herbert Schneider, der im Jahr 1972, also vor genau 50 Jahren, die Kanuabteilung des Turnverein Bitburg gegründet hat. Und er ist immer noch dem Sport verbunden und sehr interessiert an der Veranstaltung. Jetzt sehen wir auch mal, wie das Ganze aus der Perspektive eines Sportlers aussieht. Die Helmkamera wird getragen von dem Bitburger Sportler Philipp Messerich. Und jetzt können wir mal sehen, wie eng doch der Kanal aus der Perspektive eines Kanufahrers ist. Alter Junge, nee. Scheiße, ey, was war das denn?